Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben die letzte Aufnahme oder die letzte Folge mit dieser schönen Aussicht hier beendet. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt erstmal wieder auf den Weg zurück zum Zug, denn wir sind schon wieder fast überladen. Ein kleines Hüngerchen kommt auch langsam auf. Und gelootet haben wir hier ja alles. Von daher schnell zurück zum Zug. Haben wir ein Energy einstecken? Nein, leider nicht. Dann werde ich wohl dann im Zug mal schnell wieder welche einpacken, dass wir hier etwas schneller vorankommen. Okay. Zum Glück klappt das so gut. Mit den Bergen runterklettern. War wahrscheinlich mal ein Kletterer, der gute Typ. Und war auf dem Mount Everest. Denn er hat die Basics gemacht. So, Spaß beiseite. Aber das Lied ist schon ziemlich geil. Selten so gut gelacht. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. So, weiter geht's. Sind teilweise wirklich ganz schön lange Wege hier. Vielleicht sollten wir mehr Energies benutzen. Am Anfang habe ich sie noch verflucht. Aber es ist auch Fluch und Segen zugleich. Wenn man fast am Verdursten ist, nichts zu trinken hat außer ein Energy und dass das Durstgefühl nicht stillt. Wahnsinn, wenn ich überlege, wie viele Zombies hier überall um das Gebäude drumherum waren, als wir hier angekommen sind. Und wie leer es mittlerweile ist. Ich glaube, hier drüben im Wald war bloß noch so ein Kotzbrocken. Die hatten wir auf jeden Fall mal stehen lassen in einer der letzten Folgen. Ist die noch da? Ich sehe sie zumindest gerade nicht. Ja, vielleicht ist er auch in den Wald gegangen und hat sich verirrt. Hätte ich natürlich nichts dagegen. Nö, ich sehe sie erstmal nicht. Dann schnell zum Zug. 22% und wir haben nichts zu essen einstecken. Aber im Zug sollten wir ja noch was zu futtern haben. Hey, hier ist der Kleine, der uns bei der letzten Nachtruhe gestört hat. Hallo, hast du auf uns gewartet? Ja. Schön, dass du wartest, mein Lieber. Und wir sind schon wieder mit 0 Ausdauer in den Kampf gestartet. Na komm. Tut mir leid, so lange gewartet. Und dann nur so ein kurzes Vergnügen mit mir gehabt. So. Ja. Er ist ganz schön unsportlich, der Typ, dafür, dass wir hier die ganze Zeit am Rumrennen sind. Kartoffel können wir leider noch nicht ernten. Scheiße, wir haben hier nichts zu essen. Ich packe erstmal schnell unser Zeug aus, was wir nicht brauchen. Packen wir zumindest mal 2 rein, dass wir wieder etwas mehr mitnehmen können. So, wie viel brauchen wir denn hier für 3 Stück? Wir haben keine Kartoffel, die können wir immer noch nicht ernten. Na, hoffentlich haben wir hier vorne noch was zu essen. Scheiße, nur eine Kartoffel, die können wir nicht roh essen. Energy nehme ich mal schnell mit, aber wir haben ein kleines Problemchen. Wir haben bloß noch 16% Nahrung in uns. Und wir haben doch so gut wie alles gelootet hier. Ja, Mist. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wenn, dann haben wir hier vorne noch ein paar Autos stehen. Lasst uns da mal noch schnell durchschauen. Hoffentlich finden wir da einen Riegel oder eine Tüte Chips. Selbst mit ein paar Bohnen würde ich mich zufrieden geben. Oh, hier haben wir noch ein Maschinenteil. Na? Und noch mehr Maschinenteile. Aber ich glaube, in den Autos finden wir fast immer nur Maschinenteile, oder? Ah, jetzt. Oh, hier ist noch einer. Noch einer? Ja, hier vorne. Ja, shit, 11% noch. Jetzt haben wir langsam wirklich ein Problem. Ah. Wir hauen uns jetzt erstmal schnell ein Energy rein, dass wir hier etwas schneller vorankommen. Ich möchte auf keinen Fall verhungern, aber wir haben ja so gut wie alles gelootet, beziehungsweise wir haben alles gelootet. So, die kaputten Autos und die auf dem Kopf stehen, die können wir ja nicht looten. Das heißt, da brauchen wir nicht lang gucken. Das Taxi hier eventuell noch. Auch plus so ein scheiß Maschinenteil. Alles Sachen, die wir nicht brauchen. Wie sieht's hier hinten aus? Ah, die sind auch alle kaputt. Das hier scheint noch zu gehen, aber nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Das ist kaputt. Und das ist auch kaputt. Ach Mensch, ich möchte jetzt gerade nicht kämpfen. Ich habe Hunger. Dann können wir... Hä? 4 Schuss? Können wir jetzt auch mal schnell etwas Munition verschwenden.
Ach, 4%. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Nein. Spritkanister und Leder. Wir haben die ganze Zeit, wo wir nach Benzin gesucht haben, finden wir keins. Und wenn wir danach Essen suchen, finden wir so einen scheiß Kanister. Das kann doch nicht sein. Das ist wie im richtigen Leben. Wenn man etwas sucht, findet man es nicht. Man findet es erst, wenn man nicht mehr danach sucht. Das ist auch so ein Ding, das ich nie verstanden habe. Warum das so ist. So, hier ist auch nichts drin. Ja, scheiße, 1% noch. Wir sind wahrscheinlich gleich tot. Aber ganz ehrlich, wie soll es denn dann weitergehen? Ah, noch so ein fetter, natürlich. Scheiße, die Adern kommen schon. Noch ein Kanister, ja, na klar. Also, wirklich. Als würde mir das Spiel gerade den Mittelfinger zeigen wollen. Ne, mit dem Fetten möchte ich mich jetzt gerade nicht anlegen. Und die Autos sind sowieso alle kaputt hier. Vorne haben wir noch eins. Ein ist so ein schneller, den müssen wir noch schnell erledigen. Ach, Mist. Ja, wie soll es denn da weitergehen? Eine Flasche Wasser und ich bin schon wieder überladen, natürlich. Ach, scheiße. Was machen wir jetzt? Ich glaube, da vorne steht noch ein Auto. Dann wäre ja der ganze Spielstand im Arsch. Wenn wir hier wirklich alles gelootet haben und wir wahrscheinlich einfach zu langsam waren und hätten schneller durch das Dorf kommen sollen, dann wäre natürlich der ganze Spielstand jetzt für den Popo. Das wäre natürlich sehr, sehr ungünstig. Ah, und unsere Ausdauer lädt sich ganz, ganz langsam auf, dadurch, dass wir kein Essen mehr haben. Das macht sich natürlich noch besser. Ach, Mist. Aber im Wald irgendwelche Bären zu pflücken, gibt's auch nicht, oder? Ah, das kann doch nicht der Ernst des Spiels sein. Dass wir jetzt unseren ganzen Spielstand verloren haben. Oh, hier scheint sogar ein Laden da hinten zu sein. Zumindest ein kleines Gebäude. Hoffentlich finden wir dort was. Aber es zieht uns aktuell auch noch kein Leben ab. Bis jetzt geht es tatsächlich nur auf die Ausdauer. Wäre natürlich, wenn's so natürlich schön, wenn es so bleibt. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Aber das sieht mir aus wie eine kleine Tankstelle. Da sollten wir doch zumindest ein, zwei Schokoriegel finden. Ah, hier ist natürlich noch so ein fetter. Ja, ich gehe jetzt erstmal in den Laden. Ich scheiß auf die Autos. Da finden wir sowieso immer bloß diese Maschinenteile. Und ich habe wirklich Angst, dass wir gleich tot umfallen. So, da ist noch ein schneller, aber den lassen wir erstmal dort. Oder hört er uns? Komm, wir erschießen ihn schnell. Ey. So, rein hier. Jawohl, essen. Oh, und eine ganze Menge essen. Und schnell erstmal was reinfuttern. Los. Gut, ich glaube, da oben steht einer. Und er hat uns noch nicht gehört. Ich sehe bloß so ein paar Schuhe. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, ich habe mich noch nie so dolle über, was war das, eine Tüte Chips und Dosenfisch gefreut. Sag mal, wie viel Schuss halten die denn aus? Waren das alles keine... Ah, und wir sind überladen. Ach, scheiße. Ja, dann essen wir uns jetzt erstmal schnell voll. Hui, da haben wir ganz schön Schwein gehabt, dass die Tankstelle hier noch kam. Ja, was machen wir? Wir nehmen jetzt erstmal alles, was Essen ist, mit. Und schon wieder überladen, das gibt's doch nicht. Nimm den Riegel wenigstens noch mit. Ich höre schon wieder die nächsten Zombies. Ach Mist, komm, wir hauen jetzt erstmal die Kanister hier raus, das Leder hier raus. Und vor allem diese Maschinenteile, weil die wiegen einfach so viel. Ey, jetzt hat es alles übereinander gestapelt. Können wir uns vielleicht kleine Türmchen bauen. Nehmen jetzt hier erstmal die Nahrungsmittel mit. Dann müssen wir halt später nochmal hier vorbei. Klingt ja nichts. So, Kartoffel, oh, wirklich so ein Paradies an Essen. Das kann doch fast nur eine Fata Morgana sein, weil wir so hungrig waren. Als hätte das Spiel uns erhört. Hui, ein Helm. Wir haben unseren ersten Helm. Stylisch sieht's aus. Ich würde es gerne näher betrachten, aber ich habe jetzt vor, das Spiel etwas schneller zu spielen, da ich nicht nochmal in so eine Situation geraten möchte, wie gerade eben. So, Wasser haben wir noch. Geil, nochmal Dosenfisch. Hier ist bloß ein Scheißhaus. Ist hier ein Zombie drin? Nö. Okay, da wartet anscheinend hier dahinter. Okay, haben wir. Alles kein Problem. Nachttränkchen. Noch ein paar Bandagen, etwas Geld. Im Kühlschrank nur Energy und Trinken. Also ich freue mich mittlerweile wirklich mehr über Essen,
mit dem Trinken her. Alles in Ordnung, können wir uns ja auch abkochen. Können wir die ganzen leeren Behälter nehmen. Das ist tatsächlich alles nicht so das Problem, aber das Essen ist etwas mager. So, ein bisschen was konnten wir wieder einstecken, das passt. Ach nee, hier haben wir noch... Ja, scheiß drauf, müssen wir später nochmal holen. Ich würde jetzt wirklich gerne erstmal wieder zurück. Dann hauen wir uns schnell einen Energy rein und nochmal fix was zu trinken. Obwohl, wir trinken später. Ich möchte jetzt die Zeit von der Ausdauerregeneration des Energies nicht verschwenden. So, und wieder zurück. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell den Zug auftanken. Ich habe auch schon eine Vermutung, wie es vielleicht klappen könnte. Und dann nichts wie weg hier. Die Gleise führen ja so oder so hier lang, ne? Das sind die Gleise. Okay, dann kommen wir hier so oder so mit dem Zug nochmal vorbei. Dann können wir den Rest auch wieder mitnehmen. Die Kanister würde ich auf jeden Fall nicht liegen lassen wollen. Oh Mann. Also das wäre wirklich mal interessant zu wissen, ob das mit dem Hunger nur auf die Ausdauer geht oder ob man doch nach einer gewissen Zeit stirbt. Und wenn ja, dann wäre es ziemlich mager, wenn man sich ja wirklich seinen Spielstand verkacken kann. Ich meine, ich habe ja zum Glück immer zwei Spielstände, ich habe es euch schon mal erklärt. Aber der eine ist dann auch immer bloß eine Folge wieder zurück. Ich meine, dann könnte man eventuell noch auf den ausweichen und versuchen, so schnell wie es geht hier wegzukommen. Aber ansonsten hätte man tatsächlich ein Problem. Ich fände es auch schön, wenn man in den Wäldern was finden würde. Dann würde das Spiel auch nicht ganz so linear wirken, weil aktuell fährt man halt einfach nur von Dorf zu Dorf, macht das leer und macht weiter. Wenn man aber zumindest noch so ein paar Zombies verteilt mit dem Wald hätte und dafür auch etwas Loot, ein paar Beeren, Äpfel, was auch immer, vielleicht eine kleine Waldhütte, in der man noch was findet, dann könnte man etwas mehr auf Erkundung gehen und es würde auch etwas Open-World-mäßiger werden. Das fände ich auf jeden Fall schön, wenn das noch dazu kommt. Sodass man halt auch nicht in die Situation gerät, wie wir gerade eben. Okay, na gut, wir haben es auf jeden Fall erstmal geschafft. Wir haben ausreichend Essen gefunden. Oh, wir müssen was trinken. Trink doch. Okay, passt. Jetzt schnell in den Zug. Erstmal die Ladung abwerfen. Und dann gucken wir uns das hier mit dem Auftanken nochmal an. So, was kann weg? Holz kann weg. Die Bandagen können weg. Das Zeug hier wiegt extremst. Oh, unser Schrank ist fast voll. Wir müssen bald einen neuen bauen. Geld wiegt zwar nichts, aber ich pack's jetzt trotzdem erstmal raus. Ich mag das nicht so, wenn unser Inventar so voll ist. Okay, das passt. Das passt. So, meine Vermutung ist nämlich dieser Schlüssel hier. Hier stand ja da Train Station Switchboard Room. Und eventuell müssen wir einfach nochmal das Go geben. Ja, das hast du uns schon erzählt, dass hier eine Zapfsäule ist. Das wissen wir alles schon. So, ich esse jetzt trotzdem nochmal schnell einen Snack. Das heißt, wir machen uns gleich mal relativ voll. Ich will nicht andauernd nach oben gucken müssen, ob wir schon wieder hungrig sind. So. Naja, 70% ist okay. Gut, das hatten wir. Draufgedrückt hatten wir auch schon. Ich weiß gar nicht, warum die Zapfsäule wieder draußen ist. Habe ich die selber wieder rausgemacht, oder... Ist das einfach dann durchs Schlafen passiert, dass das Spiel sich das nicht gemerkt hat? Okay, wenn ich mich nämlich richtig erinnere, gab es hier einen Raum, in den wir nicht reingekommen sind. Ich bin mir bloß gerade nicht sicher. War der oben? Warte mal, vielleicht hier hinten? Auf jeden Fall gab es hier einen Raum, als wir schon mal durchgeschaut haben. Ah ja, hier ist er. Das klingt doch wie ein Schlüssel. Sehr schön. Wir haben hier noch was, eine Notiz. Lasst uns die mal kurz anschauen. Hello. Ja. Hi. Wer auch immer mir das geschrieben hat. Hier haben wir noch etwas Munition. So, was haben wir in der Kiste? Gar nichts drin. Verschlossener Raum, richtig große Kiste und dann nichts drin. Aber geil. Das sieht doch stark danach aus. Danger High Voltage. Und ich glaube, es tankt auf. Und wir haben schon wieder eine Sirene. Na spitze. Also können wir uns wahrscheinlich gleich auf Zombies gefasst machen. Gucken mal. Aber es sieht noch relativ ruhig aus. Wir haben ja auch alle getötet, bis auf die eine Zombie-Dame. Und da kommt sie auch schon. Ja, das war mal richtig guter Aim. Ja, ein Glück, dass wir hier schon komplett ausradiert haben. Ich glaube, dann scheint die Sirene uns auch nicht zu schaffen zu machen.
Wir gucken mal ganz kurz, wie lange der Spaß dauert. Ach du Scheiße, das dauert ja Ewigkeiten. Ach Mist. Haben die unseren Zug zugemacht? Ach, beim Betanken dürfen wir nicht mehr in den Zug einsteigen. Na super. Vielleicht kommen wir außenrum noch rein. Müssen wir gleich mal schauen. Aber auch hier immer noch alles sehr ruhig. Naja, dann passt das ja. Dann können wir die Zeit noch abwarten. Ja, sehr gut. Ich dachte schon, hier kommen gleich richtige Horden an und wir haben einen krassen Gunfight. Aber es sieht nicht danach aus. Na, da hinten kommt noch einer. Der hat sich wahrscheinlich im Wald verirrt. Hey, mein Kleiner. Na, jetzt aber. Da kommt noch einer. Shit, die kommen doch noch aus den Wäldern. Oh, hey, was denn jetzt los? Mensch, ich habe mich mal eine Sekunde rumgedreht. Hör doch mal auf. Ach Mist, hier kommen doch noch welche. Ich dachte... Ey, shit, ich höre schon wieder richtig viele Schritte. Wir sollten vielleicht auch mal die Fässer nutzen, die hier rumstehen. Na, zum Glück stehen die Autos hier so, dass die etwas Slalom laufen müssen. Stellt euch mal vor, die würden alle einfach straight hier durchlatschen. Das wäre äußerst schlecht. Na komm. So, dich haben wir auch. Hier kommt so ein Kotzbrocken wieder. Die holen wir am besten mit dem Fass, was hier vorne steht. Ja, jetzt verballern wir natürlich richtig schön viel Munition. Ne? Das ist natürlich etwas ungünstig. Boom. Level up, jawohl. Ach nein, so ein Helmtyp. Den holen wir vielleicht am besten auch hier mit. Schön. Jawohl. Das hat uns selber richtig Schaden zugefügt. Das war nicht so geil. Okay, aber es geht aktuell noch. Sind zwar doch um einiges mehr, als ich erwartet hätte. Ach, shit. Na komm. Ist jetzt die Frage, ob das auch wieder aufhört oder so lange Zombies nachkommen, bis wir fertig sind mit Tanken. Ach, schon wieder so ein Kotzbrocken, scheiße. Die ist auch immer richtig schnell unterwegs, die Olle. Schnell weg hier. Ui, 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 ui. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich habe eine Idee. Ach Mensch, halte ich doch nicht selber aus. Wir haben doch hier oben so eine schöne Veranda gehabt. Eventuell können wir die einfach schön... Ach, diese Türen. Einfach schön von hier oben wegballern. Explodiert das Ding auch? Nee, ne? Scheiße, jetzt hauen die mir schon an die Tür unten ran. Das finde ich ja nicht so geil. Da hinten kommt ein Vetter, den holen wir uns auf jeden Fall mit dem Fass. Okay, der lebt noch. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, hä? Wie sind der? Nein, sind die schon unten durchgebrochen oder was? Ah Mann, geh weg. Geh weg. Mach die Tür wieder. Ach Scheiße, die sind schon hier oben. Und ich glaube, es wird dunkel. Wie spät? 17 Uhr, natürlich. Ja, schön noch im Dunkeln kämpfen. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Ach Mist, jetzt sind die hier oben schon durch. Was mache ich mit denen hier oben? Ui, und hier ist noch so ein Kotzbrocken. Wir haben es geschafft. Ah. Ach Scheiße, wir kommen ja hier gar nicht raus. Ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach mal von außen. Nein! Von außen an den Zug. Hoffentlich kommen wir dann wieder rein. Ui. Okay, hier kommen erstmal nicht so viele nach, aber ich habe echt keinen Bock, im Dunkeln zu kämpfen. Das war, glaube ich, eine ganz gute Taktik, jetzt erstmal hier runter zu springen. Weil dann müssen die von da oben erstmal wieder alle zurücklaufen und kommen dann hier einzeln verteilt wieder vor. Ah, shit. Immer schön munitionssparend kämpfen. So ein Energy wäre was Schönes. Na, nein, schon wieder keine Ausdauer. Ach, fuck. So, wie viel kommen denn jetzt hier noch? Also aus den Wäldern scheinen erstmal keine mehr zu kommen.
Wir hauen uns jetzt mal schnell ein Energy rein. Und dann hauen wir uns nochmal hier so ein Erste-Hilfe-Ding rein. Okay, passt. So, den müssen wir... Bin mir nicht ganz sicher. Doch, wir müssen den anscheinend wirklich... müssen den so ein kleines Stück unterm Helm treffen. So, war's das? Haben wir es geschafft? Aus den Wäldern kommen zumindest erstmal keine mehr. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nein, ich höre noch was. Oder bilde ich mir das gerade ein? Bin mir nicht ganz sicher. Ich höre Schritte. Hier, Treppe. Okay. Und es wird natürlich dunkel. Wie viel haben wir denn jetzt vom Sprit? Zeigt mal kurz her hier. Mann, Mann, Mann. Das war ja... null. Okay, perfekt. Jetzt kommen wir natürlich nicht in den Zug. Eventuell müssen wir hier vorne erstmal wieder das Ding zumachen. Oder ausschalten, besser gesagt. Oh, Gott sei Dank. Keine Sirene mehr. Lasst jetzt bitte den Zug wieder... Ja, der Zug ist wieder frei. Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Ich würde bloß mal noch schnell das Ding hier wieder reinpacken. Nicht, dass wenn wir jetzt losfahren, dass das hier noch explodiert oder so. Ey, wenn, dann würde ich schon ordentlich reinpacken. So. Und es wird dunkel. Schnell rein hier. Wahnsinn, wir haben es überlebt. Ich dachte kurzzeitig nicht mehr dran. Dadurch, dass das so viele waren. So, erstmal kurz das Licht an, dass auch ihr wieder was seht. Selbst ich sehe kaum was, aber bei YouTube wird es ja alles immer noch mal etwas dunkler angezeigt gefühlt. Von daher mache ich euch mal hier ein kleines Lichtlein an. Ja, sehr geil, wir haben es geschafft, ich freue mich. Wir sind voll getankt, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht ganz voll. Wir gucken dann gleich mal nach. Es wird jetzt aber erstmal Zeit für eine kleine Folgenpause. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut.